Der Bürger geht auf die Toilette, spült einmal, ja, und dann ist es für ihn Geschichte. Alter Schwede. Er stinkt aber nicht schlecht. Hält sich in Grenzen. Wir hätten schon schlimmere, ne? Ja, aber das ist schon... Wir kommen nicht nach Hause und stinken wie ein Abwasserkanal, ne? Man sollte da nicht ins Detail gehen, wenn man eine Frau kennenlernen will. Mein Schlüssel ist in Gulli gefallen. Passiert denn sowas öfter oder... Uns nicht. Bin ich einfach nur zu schusselig? Sie werden es nicht glauben, aber es sind meistens Frauen. Das ist aber kein Vorurteil. Ist vielleicht eine Farce, dass ich mal Konditor gelernt habe, aber so krass können die Gegensätze sein. Da hat noch mal einer kräftig an der Toilette gezogen. Ja. Bleib wach, bleib wach. Ja? Du machst aber auch einen Scheiß. Junge, Junge. So, da sind wir wieder. Haben wir es wieder, ne? Ja. Schönes Wochenende gehabt? Ja, ging so, nicht? Was ist stimmt? Ein bisschen fischig gewesen. War gar nicht verkehrt. Frankie Balter ist 44 Jahre alt. Früher war er Konditor. Doch dann bestand seine Freundin auf regelmäßigeren Arbeitszeiten. Frank Haberding fuhr mal riesige Trucks, machte mal dies, mal das. Jetzt mit 54 Jahren ist er Frankies Vorarbeiter, sein Kollege, einer seiner besten Freunde. Seit über 20 Jahren beginnt jeden Morgen um 6 für die beiden der Tag bei der Stadtentwässerung Hannover. Raus aus den privaten Klamotten, rein in die Arbeitskluft. Erst so sind sie bereit für ihren Einsatz im Unrat der Gesellschaft. Machen Sie doch alles? Natürlich, es ist Käffchenzeit. Okay. Guck mal auf die Uhr, sonst kommen wir überhaupt nicht zu quatschen. Moin. Moin. Nach dem Café Diensteinweisung. Moin, Sascha. Sascha. So, für euch, liegt an heute? Für euch habe ich heute einmal einen Fettabscheider. Ja. So, und dann haben wir noch einen Special-Auftrag heute. Oh, das hört sich immer gut an, Special. So, ihr müsst einmal Hannover Mitte. Und zwar müsst ihr zum Anzeigehochhaus eine Schwelle einsetzen. Der Tischler ist mit dabei, denkt an die Sicherheitsausrüstung. Ja, logisch, ja. Wenn ihr Probleme habt, ruft er an. Ach, wann haben wir schon mal Probleme, ne? Kriegen wir hin. Alles okay. Klar, bis nachher. Tschüss. Insgesamt verfügt die Stadtentwässerung über 25 Spezialfahrzeuge. Dieser Hochdrucksaug- und Spülwagen ist Franks ganzer Stolz. Kaum sind sie vom Hof, funkt die Zentrale einen weiteren Auftrag durch. 21 für Zentrale 1. 21 hört. Morgenbahntrick ist Delinger Straße, Ecke Hansastraße. Bitte die Verbindungsschieber kontrollieren. Alles klar, habe ich verstanden. Wir fahren dahin. Am Wochenende hatte es hier im Gewerbegebiet gebrannt. Weil das kontaminierte Löschwasser nicht in den hiesigen Regenwasserkanal fließen durfte, wurde es in einen Schmutzwasserkanal umgeleitet. Ja, da sind wir richtig. Zurzeit darf das Regenwasser nicht einfach so in die Leine, weil es einfach verseucht ist. Ne? Da müssen wir erst mal gucken. Erst mal reinigen wir die Röhren. Dazu lässt Frank die sogenannte Bombe in den Kanal hinab. Legen wir die hier rein. Und dann spült sie mit 150 Bar den Dreck weg. Durch den enormen Druck zieht sie sich selbst in die tiefen Röhren. Ich ziehe mich jetzt erstmal um und dann gucken wir, ob du alles mitgebracht hast. Das machen wir. Ja? Das ist ein Multiwarngerät. Das misst explosionsgefährdete Atmosphäre. Vorher dürfen wir ja gar nicht einsteigen. So müssen wir erstmal messen hier unten. Ist aber alles in Ordnung da unten. Schläge ich nicht an. Da kann der Kleine getrost einsteigen. Wenn er dann irgendwann mal fertig wird. Wie oft Frankie in den 20 Jahren bei der Stadtentwässerung schon ein- und abgestiegen ist, er weiß es nicht. Zählt es auch nicht. Es ist eben einfach sein Job. Du, ich glaube, hast du ganze Arbeit geleistet, du. Ja, das ist ja auch nicht verwunderlich.
Ich glaube, die Kollegen können danach den Schieber wieder aufmachen. Oh, wie frühlingsfrisch durch unsere Zitronenmatten. Meine Güte. Ja, diese Zitronenmatten sind eigentlich nur dazu da, um den schlechten Geruch wegzukriegen. Die werden dann zusätzlich immer eingehangen. Das sind einfach nur solche Gelmatten, heißen die. Gelmatte, Zitrusduft und ja. Es riecht halt immer so, als ob einer in Zitronen eingeschissen hat. Nächste Station, Herrenhausen. Der Fettabscheider an der Unimensa muss noch abgesaugt werden. Fast alle Restaurants und Großküchen sind aus Umweltschutzgründen an Fettabscheider angeschlossen. Alter Schwede. Der stinkt aber nicht schlecht. Hast du Hunger? Nee, danke, darauf nicht. Es riecht halt wie altes, abgestandenes, gammeliges Essen. Das ist ja das, was das meiste, das sind ja die hier drin, sind die Feststoffe. Wie. Da ist Nudeln, Reis und alles, Kartoffeln, Bohnen. Und auf der anderen Seite ist dann das Öl, das Fett, das ranzige Fett, das normalerweise in der Kanalisation wäre. Ja, und da alles kaputt machen würde. Dann sieh zu, schmeiß den Wagen an. Wir essen zeitig, ich will mich hier nicht so lange aufhalten. Oh, mach mal hinne. Ja, ist ja gut. Schnauz mich nicht an. Was Frankie hier absaugt, kommt später ins Klärwerk. Dort wird es zu Klärgas. Und das wird dann in Heizkraftwerken in Strom umgewandelt. Weil zum Anfang muss man erstmal nur die Fettschicht oben runterholen. Und da kann man den Schlauch nicht gleich reinhalten. Und dann hängt man auch mit der Nase genau über dem Objekt hier. Und das ist doch nicht so angenehm. Den Geruch wird man so nie los. Und da kann man sich auch nicht dran gewöhnen. Braucht mir keiner erzählen. Nach einer Zeit gewöhnt man sich daran. Das stinkt. Das stinkt einfach bestialisch. Und da kann sich kein Mensch dran gewöhnen, weil es unangenehm ist. Es ist einfach unangenehm. Aber man muss es halt machen. Es gehört halt zum Job. Wie sieht's aus, Leute? Kriege ich heute noch mein Käffchen, oder? Ja, wenn du mal aus der Tasche kommst, Alter Geizknochen. Ich komme aus der Tasche. Mal auf dem richtigen Wege sind wir ja gerade, hier in der Nähe. Können wir ja so da im Spark riechen, ne? Ja, genau. Ja, Kaffee 60 Cent ist mir völlig klar. Ja, ja, ist der günstigste. Darf ja auch nicht mehr kosten. Ist der günstigste. Muss ja nicht der beste sein, Hauptsache er ist günstig. Nein, der ist lecker. Man kann sich das einbilden. Na, wollen wir mal gucken. Da ist ja deine Lieblingsbude. Frank Haberding und Frankie Balter verbringen im Job und auch privat mehr Zeit miteinander als mit ihren jeweiligen Partnerinnen. Sie sind ein eingespieltes Team. Schön, Kaffee schwarz. Ich mit Milch. Ja, soll zu haben. Hallöchen! Hallo! Machst du uns zwei Kaffee? Einen schwarz und einen mit Milch, bitte? Ja. Danke. Oh, meine Kastanie. Habe ich immer in der Tasche. Der spart sogar an Kastanien. Nein, Mensch. Damit ich keinen Rheuma kriege, deswegen habe ich ja, immer zwei Kastanien. Aber große Klötze nehmen. Nein, ich habe meinen kleinen, danke schön. Ja. Der Job, den die beiden machen, ist kein Lehrberuf. Beide sind Quereinsteiger. Entgegen aller Vorurteile stehen sie zu dem, was sie tun. Ich entschuldige den Becher. Wir kommen nicht nach Hause und stinken wie ein Abwasserkanal. Nicht? Also wir sind ja auch ganz normale Menschen. Wir gehen nach der Arbeit duschen, riechen gut, so wie das jeder nach der Arbeit ist. Jeder, der sich regelmäßig duscht. Und sicher war das früher so, als ich da angefangen habe bei der Entwässerung, haben die Kollegen mal den ganzen Tag mit Scheiße. Das ist was, worum man sich einfach dran gewöhnt. Und nach der Arbeit, wie gesagt, ordentlich duschen. Frische Klamotten ein und dann merkt da keiner mehr was von. Ne? Ich glaube schon, dass der eine oder andere bei uns auf der Arbeit sagt, er arbeitet bei der Stadt. Und das hört sich dann immer toll an, erstmal. Aber was man da wirklich so genau macht, also ich glaube, man sollte da nicht ins Detail gehen, wenn man eine Frau kennenlernen will. Also ich glaube nicht, dass das wirklich der Bringer wäre. Dafür ist aber die Bezahlung der Kanalarbeiter der Bringer, oder?
Oh ja, natürlich. Üppige Bezahlung, endloser Urlaub, mit 55 in Rente. Also, also natürlich nicht. Nie im Leben. Zum Anfang habe ich gedacht, kann das alles sein? Ist das ein Abschlag? Ich habe auch gedacht, das kann ja nicht der Lohn sein, das ist doch ein Abschlag. Ne? Ja, da gab es damals den Lohn noch zum 15. Ja. Und dann hat man wirklich gedacht, naja, okay, dann zahlen die am 1. halt auch noch mal. Und dann geht man ins Lohnbüro. War aber nicht so. Nee. Nein, also üppig bezahlt ist das nicht. Gestärkt von Frankies Lieblingscafé geht's jetzt runter in den Kanal und am Klagesmarkt. Hier müssen ja noch die Spundwände überprüft werden. So, Kollegen, haben wir alles beisammen? Sicherheitsausrüstung? Ihr seht ja richtig hervorragend aus. Jo. Material ist auch da, was wir unten brauchen. Alles da, 10x20, Kanthölzer, Keile. Gut. Soweit alles vorbereitet. Dann steigen wir da rein. Ja. Ich fahre da rein. Ja. Und lasst euch runter mit dem Höhensicherungsgerät. Okay. Alles klar. Dann mal zu. Dann mal zu. Frankie, Tischler Uwe und Kollege Norbert sind drei von rund 30 Kanalarbeitern der Stadtentwässerung Hannover, die ganzjährig Tag und Nacht in den unterirdischen Tunnelsystemen im Einsatz sind. Lass den Frank erstmal hier ranfahren. Und wenn du den alten Bekannten da unten siehst, grüß schön. Ja. 10 Meter geht es in die dunkle, stinkende Tiefe. Schon der Abstieg verlangt höchste Konzentration, denn die schmale Stiege ist glitschig. Die schwere Schutzkleidung macht es nicht einfacher. Hier unten ist aber schön warm. Ja, deswegen bin ich gern hier unten. Du kommst ja wie so ein Elefant hier runter, du. Da wackelt ja alles so. Ja, das war die Bewegung. Ja, sag ich dir. Ja, mach ich. So, ist ab! Geh langsam vor, ich nehme das Multivan mit. 2500 Kilometer öffentliche Regen- und Abwasserkanäle schlängeln sich unter den Straßen der Stadt durch Hannover. Das entspricht etwa einer Strecke von hier bis Lissabon. Obwohl, es ist schon sehr viel Dreck drin, ne? Ja. Mann, oh Mann. Es wird mal wieder Zeit. Ich glaube, da müssen wir bald bei. Nützt nichts. Nee. Liegt auch schon teilweise eine Menge auf der Wärme seitlich drauf. Ja. Von daher. Der Unrat der Gesellschaft hat sich knöchelhoch am Boden festgesetzt. Was die Männer hier unten machen, ist ein ebenso harter wie gefährlicher Job. Denn hier schwimmen nicht nur Fäkalien, Rasierklingen und Drogenspritzen, achtlos in die fast 60.000 Gullis der Stadt entsorgt, können in der schlammigen Tiefe zu tödlichen Infektionen führen. Rund 160.000 Kubikmeter Abwässer fließen täglich durch diese Sammelbecken menschlicher Ausscheidungen, so viel wie 1,5 Millionen Badewannenfüllungen. Da hat noch mal einer kräftig an der Toilette gezogen. Ja. Seit 110 Jahren sorgen die insgesamt 455 Mitarbeiter der Stadtentwässerung Hannover dafür, dass in Deutschlands drittgrößtem Kanalsystem immer alles seine Ordnung hat. Und da sind schon unsere Wände. Hier ist unser Schieber. Die beiden sind jetzt unter Hannovers altem Stadtkern. Dieser sogenannte Schieber kann bei Hochwasser geschlossen werden, um die Altstadt vor Überschwemmungen zu schützen. Doch für die Schieber ist eine andere Kolonne zuständig. Frankie und Uwe sind heute hier, um die Spundwände zu kontrollieren. Frank? Ja? Gibst du noch mal den Kuhfuß runter? Ja. Komm, Mann, das geht ja schnell, du. Na Lydia, wie sieht's aus? Seid ihr langsam fertig oder braucht ihr noch was? Alles gut, hast du uns vermisst? Nee, mach mal, ich bin nicht kalt hier oben. Die Arbeit unten macht eigentlich mehr Spaß, als nur hier oben jetzt so rumzustehen in der Kälte und sich von den Passanten anlabern zu lassen. Was machen Sie hier? Was macht die Stadtentwässerung? Was entwässern Sie? Ja, also unten ist es schon schöner. Jedenfalls ist es wärmer. Bei ca. 20 Grad Celsius können Frankie und Uwe ganz entspannt die dicken Holzplanken prüfen. Sie sollen verhindern, dass die Kloake in den nebenliegenden Regenwasserkanal überschwappt. Ein bisschen weitergehen.
Das ist natürlich kein Spaß, den man hier macht. Das ist ja auch eine ernste Sache. Wenn man mal das Positive rauszieht, das ist wie Naturschutz. Nur unterirdisch. Wir trennen das Regenwasser vom Schmutzwasser. Wir passen auf, dass das auch wirklich alles gerade geht. Und das sehen die Leute nur halt oben nicht. Die laufen halt oben rum und sehen alles, was auf der Straße passiert. Ich bin dafür unten zuständig. Macht mich auch stolz. Weiß vielleicht nicht jeder. Aber wenn ich das im Freundeskreis so erzähle, dann hören sie mir doch immer ganz gespannt zu. Ist vielleicht eine Farce, dass ich mal Konditor gelernt habe und jetzt hier unten in der Kanalisation bin. Aber so krass können die Gegensätze sein, aber es ist für mich kein Problem. Jetzt hat es Alarm geschlagen. Wir haben einfach zu wenig Sauerstoff hier drin. Wir müssen raus, und zwar sofort. Alle Mann raus, den nächsten Ausgang. Da gibt es auch nichts zu spaßen. Die Luft wird dünn. Jetzt aber raus. So. War echt Alarm. Was ist los? Ja, war kein Spaß mit dem Alarm. Was hat dir dann gezeigt? Ist auch nicht alle Tage, nur ich habe gar nicht drauf geachtet. Bleib's bist du nicht, dann geht's ja noch. Alles ist gut. Ja, nun, das hat man also nicht jeden Tag. Hat man da nicht einen Gasalarm oder Schwefel, Wasserstoff oder Sauerstoff, was da fehlt? Das ist nicht alltäglich. Aber es kann natürlich sein, wenn man da unten rumgeht, dass es passiert. Weil dafür sind wir trainiert. Dann müssen wir raus. Und wenn wir hier oben sind, dann gucken wir, woran es gelegen hat. Es war CO2-Alarm, ausgelöst durch die Faulgase in den Fäkalien. Deshalb machen Frank und Frankie heute Pause vom Gestank der Abwasserkanäle. Stattdessen reinigen sie eins der insgesamt 150 Regenwasserpumpwerke der Stadt. Da Hannover nur wenig Gefälle hat, sind diese Pumpwerke nötig, um das Regenwasser in die Kanäle zu transportieren. Und wenn da dann mal sowas dazwischen ist, zwischen unserer eigentlichen Arbeit, ist das mal ganz angenehm. So, Kleiner, dann bin ich. Nicht, dass du noch Angst kriegst hier unten. Das Rohr habe ich schon dran gemacht. Nein, du bist top, ey. Du bist richtig top. Ich bin nicht alleine dran. Frank und Frankie müssen heute nur den Schlick vom Grund des Sammelbeckens saugen. Du saugst dann schön und ich schiebe dir vors Rohr. Ich bitte darum. Ja. Gerne. Gerne. Weil du dann ja doch mal ein Zweitbester bist, ne? Ja. Er ist jünger. Wenn er mal so alt ist wie ich, dann darf er die leichte Arbeit machen. Aber Quatsch, dann bin ich ja immer noch der Ältere. Was lachst du denn? Du kannst doch mal wieder zum Friseur gehen oder was? Ne? Soll ich dir einen empfehlen? Da hast du ja keine Probleme mit dem Friseur. Du hast ja schon seit 20 Jahren keinen Mühlemark mehr da gelassen. Ja, wer keine Haare hat. Ganz schön warm unterm Deckel. So, ich gehe hoch. Alles klar. Die beiden müssen sofort zum Maschsee. Hier hat eine Frau ihren Schlüssel verloren. Da steht eine Frau. Da steht doch schon so eine junge Dame. Die könnte es sein. So verloren. Gucken wir mal, was Frau Bock verbockt hat. Die guckt schon so erwartungsfroh. Ja, sie winkt. Hallo. Wir sind schon da. Wir sind schon da. Was wir für ein Glück haben. Das sollte passen. So. Guten Tag. Hallo. Walter, Stadtentwässerung. Bock, hallo. Ich habe angerufen. Mein Schlüssel ist in Gulli gefallen. Das ist kein großes Problem. Also das wäre jetzt nicht der erste. Den kriegen wir schon raus. Haben Sie einen Personalausweis dabei? Ja, habe ich. Ja? Ja. Müssten Sie gleich dem Fahrer geben. Der füllt Ihnen das aus und ich kümmere mich dann um Ihren Schlüssel. Machen Sie mal keine Sorgen, das kriegen wir schon hin. Personalausweis hättest du dabei, Frank. Das ist gut. Schauen wir mal. Sperr erst mal ab.
Sagen Sie mal, passiert denn sowas öfter oder? Uns nicht. Bin ich einfach nur zu schusselig. Sie werden es nicht glauben, aber es sind meistens Frauen. Das ist aber kein Vorurteil. Da muss ich erst mal fragen, sind da viele Schlüssel dran? Ist es ein großes Bund oder ein einzelner? Nee, es ist ein ganz großes Bund. Also ganz viele Schlüssel dran. Also komme ich mit Magneten? Also magnetisch ist das alles. Ja, dann würde ich sagen, machen wir es mit Magneten. Ja. Ne? Dann brauchen wir da nicht groß saugen. Der ist sowieso trocken. Da kann man nicht viel zu saugen. Weil da Welche mal ein bisschen heimleuchten? Da fallen nicht nur Schlüssel rein, da fallen auch manchmal nur Kreditkarten, Brillen von alten Leuten, die aus dem Auto steigen oder so. Aber Handys sind auch sehr beliebt. Handys sind auch sehr beliebt, ja. Auch bei Frauen. Aber du hast ja genug gemeckert, ne? Dann versuch mal dein Glück. Ja, weißt du, ich bin doch ein guter Angler. Guck mal, wer da ist. Na. Oh. Ja? Oh, da hab ich ja erleichtert. Ja. Mann, Mann. So, Frau Bock. Kommt ja noch eine Rechnung auf Sie zu. Nee. Das wurde Ihnen, glaube ich, gesagt beim Pförtner. Damit Sie nicht nur Unkosten haben, haben Sie erstmal Ihren sauberen Schlüssel wieder. Und als kleines Andenken kriegen Sie von uns noch einen Kugelschreiber und einen Pümpel. Den Kugelschreiber. Ich jetzt nicht nur die Rechnung. Mit dem Kugelschreiber können Sie gleich die Rechnung unterschreiben. Ja, das macht der Herr fertig. So, dann bräuchte ich mal Ihren Personalausweis. Ja. Die rund 30 Euro für die Schlüsselbergung kommen dann per Rechnung. Dankeschön. Ein paar Tage später müssen Frank und Frankie zum EGI. Der Kanal unter dem gläsernen Bankgebäude ist voll und muss dringend mal wieder gereinigt werden. Alter Schwede, ey. Das Ding ist aber richtig voll. Das ist noch mehr Dreck wie beim letzten. Aber richtig. Wir bleiben so richtig drin stecken. Allein in dem Bankgebäude über diesem Kanal verrichten mehrere hundert Mitarbeiter mindestens einmal am Tag eines ihrer Geschäfte. Kein Wunder, dass Frankie und sein Kollege wadentief durch Fäkalien warten müssen. Während die kleinen Kanäle mit einem sogenannten Iltis gereinigt werden können, müssen die großen unterirdischen Kreuzungen von Hand abgesaugt werden. Ein echter Knochenjob. Der Bürger geht auf die Toilette, spült einmal, ja, und dann ist es für ihn Geschichte. Ja? Und für uns fängt denn die Arbeit erst hier unten an. So, wollen wir mal tauschen? Dann sauge ich mal. Ja. Ab und zu muss man mal tauschen, das geht so ins Kreuz. Das kann man nicht immer die ganze Zeit alleine machen. Über das ganze Jahr hinweg sind wirklich Leute hier beschäftigt, die jeden Tag hier unten arbeiten und das machen. Und dann kann man selbst entscheiden, ob 1200 Euro viel Geld sind. Sag mal, ist alles okay mit dir? Ja, ich weiß auch nicht, so du siehst so beschissen aus, ja, doch. Ich bin so schwarz vor der Augen. Du hast auch Schweiß an der Stirn. Oh. Was ist denn los mit dir? Komm, stell die Schaufel zur Seite, geh an die Wärme. Komm, geh schnell an die Wärme. Komm hier ran. Häng dich hin hier. Ihr werdet doch schwarz vor der Augen. Du schwarz vor der Augen? Jo. Mach mir keine Scheiße. Hab verstanden, ich setze die Meldung ab! Zentrale 1221, dringend! Ja, Zentrale 1. Fiete, du musst sofort die Feuerwehr verständigen. Wir haben einen Kanalunfall. EGI Siebstraße. Stichwort Kanalunfall. Bleib wach, bleib wach. Bleib jetzt hier so. Ich lass dich nicht alleine. Nach knapp 10 Minuten ist die Feuerwehr vor Ort. Sperrt den ganzen EGI ab. Frank informiert die Einsatzleitung. Der Kollege ist unten geblieben. Wir gehen davon aus, von unbekannten Gasen. Das Gaswarngerät hat nicht angeschlagen. Er ist einfach ohnmächtig geworden. Die anderen sind raus. Hallo Männer. Hallo. Person ist ansprechbar. Hallo. Feuerwehr. Alles gut? Ja, es ist alles gut. Denn dieser Kanalunfall ist nur eine Übung.
Einmal im Jahr proben Stadtentwässerung und Feuerwehr den Notfall unter Tage. Ein lebensnotwendiges Training, denn die verdauten Hinterlassenschaften der Gesellschaft können tödliche Gefahren bergen. Ich habe es in 20 Jahren, in dem, so wie es hier jetzt ist, noch nicht erlebt. Wenn ich ehrlich bin, möchte ich das auch in den nächsten 20 Jahren nicht wirklich erleben, sondern wirklich nur trainieren. Die Bergung dauert länger, als es im Ernstfall sein sollte. Fast eine halbe Stunde brauchen die Einsatzkräfte, bis sie den vermeintlich Ohnmächtigen an die Oberfläche bringen. Bei einem echten Kanalunfall müssten sie schneller sein, um Leben zu retten. Brauchst du mir nicht helfen? Nee, pass auf, solche Kleinigkeiten, die können wir wohl alleine. Genau. Ja. So, ich zieh mich jetzt erstmal um. Kurz vor Dienstschluss fahren die beiden Franks noch zum Abladeplatz, um ihren Wagen fürs Wochenende zu reinigen. Okay. Alles, was hier lagert, landet irgendwann in einem der Klärwerke. Doch dieser fäkale Bodensatz ist bisweilen die reinste Goldgrube. Man muss sich mal vorstellen, es ist Kanalsand. Alte Leute verlieren vielleicht ihre Zähne. Vielleicht bei Erbrochenen. Es gibt aber auch Eheringe, Ketten, es gibt all sowas. Und als Glücksbringer habe ich zum Beispiel immer meinen ersten Ring, den man mal gefunden hat oder so. Ich bin seit 91 hier. 93 meinen ersten Ring hier drinnen gefunden. Ist nichts wert, großartiges, ist zwar Gold, hat aber nur einen ideellen Wert, nur für mich. Frank, soll ich mit der Schaufel? Vorsicht! Keine Schaufel! Also Feierabend muss die Karre sauber sein. So, Frankie, dann spritzen wir das noch alles schön sauber und dann können wir beruhigt ins Wochenende. Ja, das denke ich auch. Gut, reicht. Kurz vor Schluss verliert Frank mit seinem Frankie die Geduld. Alles muss man selbst machen. Aus dem alten Ackergaul machst du keinen. Du willst doch nicht das Auto so wegstellen. Schön ist gut, sagt er. Eigentlich wollte ich mit dir noch ein Bier trinken zum Feierabend. Nee, das machen wir ja auch noch. Aber wir sind anständige Stadtknechte und wir stellen das Eigentum der Stadt Hannover nicht dreckig ins Wochenende. Ja, ist gut. So, jetzt sieht das schon ein bisschen freundlicher aus. So. Das war's. Das war's? Ja, abrauschen. Wochenende und Sonnenschein. Und ich hab Durst. Sonnenschein haben wir nicht, aber Durst auf jeden Fall. Dann mal los. Bis Montag. Dann sind Frank und Frankie wieder im Einsatz und sorgen dafür, dass in Deutschlands drittgrößtem Kanalsystem immer alles schön im Fluss bleibt.